Ja, für den FSV Frankfurt kommt dieses Pokalspiel gerade recht, um mal etwas Selbstbewusstsein zu tanken im harten Abstiegskampf der Regionalliga Südwest. Dort steht am Samstag das ganz wichtige Spiel gegen Schott Mainz an. Davor wartet heute allerdings erstmal das Achtelfinale im Hessenpokal. Gegen den Verbandsligisten Neu-Isenburg ist der FSV natürlich klarer Favorit. Alles andere als ein deutlicher Sieg wäre eine echte Überraschung. Doch die Gäste legen hier gleich mal los wie die Feuerwehr. Zweite Minute, erste Möglichkeit für Wladimir Trucic. Endres ist jedoch zur Stelle. Thomas Brendel schont heute mit Marcel Heller seinen prominentesten Winterneuzugang. Dafür steht heute Ivan Franjic in der Startelf und der darf sich gleich mal beim Freistoß probieren. Und wie er das macht, die frühe Führung für den FSV. Der 24-jährige Franjic mit dem perfekten Freistoß in der vierten Minute. Aykut Baya streckt sich da vergeblich. Und Frankfurt legt jetzt richtig los. Viel Platz da für Felix Heim. Und er sieht am langen Pfosten Arif Gütschlü abgeblockt. Dann nochmal die Möglichkeit für Budenski. Aber der geht dann am Tor vorbei. Pass Neu-Isenburg hat große Probleme, mit der Offensive des FSV zurechtzukommen. 16. Minute. Lukas Gottwald mit dem 2:0. Ausgangspunkt ist wieder eine Standardsituation, getreten von Ivan Franjic. Gottwald löst das letztendlich sehr artistisch. Es ist in der ersten Halbzeit ein Spiel auf ein Tor. Nächster langer Ball auf Arif Gütschlü und der behält im Strafraum die Übersicht. Kas Peters zum ersten und Peters zum zweiten. Jetzt ist er drin. 3:0 für den FSV. Beim holländischen Winterneuzugang hatten sie schon Angst, dass er gar nicht treffen würde. Aber jetzt scheint auch bei Kas Peters der Knoten zu platzen. Generell lösen sich bei Frankfurt heute einige Hemmungen. Wir sind immer noch im ersten Durchgang und Budenski will es etwas zu genau machen. Dicke Chance auf das 4:0. Eigentlich immer, wenn Gütschlü beteiligt ist, wird es gefährlich. Klasse Pass von Budenski und Manuel Reuter macht das vierte Tor. Damit stellt der FSV früh die Weichen in Richtung Viertelfinale. Und auch ein möglicher Pokalsieg hätte ja durchaus etwas Reizvolles für den Regionalligisten. Immerhin zieht der Sieger direkt in den DFB-Pokal ein und kann damit auf ein Traumlos hoffen, alias Bayern oder Dortmund. Und auch nach dem Seitenwechsel hat der FSV weiter Lust auf Tore schießen. Der nächste Ballgewinn von Budenski. Sofort ist die Tür offen. In der Mitte ist Peters mitgelaufen und er macht ganz entspannt seinen ersten Doppelpack für Frankfurt. Ebenfalls überragender Mann heute ist Fabian Herbert Budenski, der an fast jedem Tor beteiligt ist. Für den FSV läuft hier alles nach Plan. Und keine zwei Minuten später rollt schon wieder die nächste Frankfurter Angriffswelle. Reuter mit der Hereingabe und Peter steht völlig blank. Jetzt klappt aber auch alles. Vor allem Kas Peters kann heute eine Menge Selbstbewusstsein sammeln für die kommenden Spiele. Es ist sein dritter Treffer in dieser Partie. Doch wer dachte, dass der Holländer langsam genug hat, sah sich nur 60 Sekunden später getäuscht. Jetzt wird es langsam historisch. Viererpack von Kas Peters und es ist gleichzeitig sein dritter Treffer innerhalb von 4 Minuten. Es ist allerdings noch nicht der Schlusspunkt in diesem einseitigen Achtelfinale, denn den setzt Peters diesmal nur als Vorlagengeber. Einer fehlt noch beim FSV in der Torschützenliste und das ist der Top-Torjäger. Arif Gütschlü krönt sein ganz starkes Spiel mit dem 8:0.
Wenig später wird Neu-Isenburg dann erlöst. Der FSV gewinnt standesgemäß deutlich gegen den Verbandsligisten. Am Mikrofon Manuel Reuter mit seinem Fazit und einem wichtigen Sonderauftrag für Kas Peters. Aber für die ganze Mannschaft natürlich, dass wir jetzt mal auch 8 Buden gemacht haben. Wir haben, glaube ich, die letzten 6 Spiele offensiv gar kein Tor gemacht. Und jetzt war es mal, glaube ich, für jeden einfach, für die Birne auch wichtig, dass wir Tore schießen können. Und das müssen wir jetzt natürlich auch jetzt gegen Schott Mainz am Samstag natürlich auch wieder auf den Platz bringen. Ja, ich hoffe, dass er jetzt richtig angekommen ist bei uns. Hat, glaube ich, ein bisschen Anlaufschwierigkeiten benötigt. Aber war auch lange Zeit, hat er kein Fußball mehr gespielt, glaube ich, 8-9 Monate. Deswegen hoffe ich jetzt natürlich, dass er angekommen ist und auch gegen Schott Mainz vielleicht 1-2 Buden macht. Die Mission Selbstbewusstsein tanken ist dem FSV also mehr als geglückt. So kann es für Thomas Brendel weitergehen und das möglichst auch in der Liga.